Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und zwar habe ich für euch ein Unboxing in Kooperation mit Doc Morris. Und zwar geht es um die Für Dich Sommerbox. Diese Box ist eine limitierte Auflage. Das bedeutet, es gibt insgesamt nur 2500 Stück davon. Also wenn ihr eine haben möchtet, müsst ihr schnell sein. Diese Box könnt ihr ab dem 8. Mai bekommen. Und ja, wie gesagt, wenn euch die Box gefällt, dann seid auf jeden Fall schnell. Diese Box wird kosten 14,99 Euro. Ihr tut allerdings auch etwas Gutes. Denn wenn ihr euch für diese Box entschieden habt, fließt ein bestimmter Betrag in den Verein ACHSE, also A-C-H-S-E. Das ist ein Verein, der sich für Menschen mit seltenen chronischen Krankheiten engagiert. Also wie gesagt, ihr tut auch noch etwas Gutes dabei. Ich packe euch den Link von Doc Morris und wie gesagt von diesem Verein ACHSE unten in die Infobox. Lest euch da gerne durch, ist echt sehr interessant. Und ja, ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Ich bin mega gespannt. Das Paket ist gestern angekommen. Wir packen die Box jetzt einfach zusammen aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Oh mein Gott, die Box riecht schon so gut und die ist so schwer. So sieht das aus. Ich freue mich voll. Tadam, tadam. Oh, das riecht echt, die Box riecht echt gut. Das Erste, was ich hier raushole. Ist für uns Frauen bei einer trockenen Scheide. Kleidmittel. Sorry, ich finde es gerade voll lustig. Aber ja, das ist hier zum Glück eine Probe. Also ich brauche das nicht, noch nicht. Dann haben wir hier auch nochmal Werbung und ein Flyer von Drinkkost. Super Trink zum schlank werden und schlank bleiben. Ei, caramba. Dann habe ich hier, was ist das? Ein pinkes Schlauchding. Ah ja, und hier in der Tüte, wo das drin war, das kann man entweder als Stirnband, als Halstuch, als Zopfgummi, als Piratending, als Mundschutz. Das kann man individuell so tragen, wie man das haben möchte. Boah, das riecht so lecker, was hier drin ist. Ich weiß nicht, was das ist, Alter, aber es riecht echt gut. Okay, also muss ich mal gucken, was ich damit mache. Auf jeden Fall ist das so ein pinkes Tüchlein. Die Farbe passt schon mal super zu mir. Ach, das finde ich toll. Von Kneipp. Ich liebe ja Kneipp und ich liebe es zu baden. Hier haben wir von Kneipp hautzartes Cremeöl-Peeling. Mandelmilch, Mandelöl. Das ist cool. Das ist echt cool. Also das ist jetzt nichts für die Badewanne. Ich habe gedacht, weil diese Päckchen sind meist so Badezusätze. Aber das ist jetzt ein Körperpeeling. Sanftes Zuckerpeeling und nährende Ölcreme für eine außergewöhnliche zarte Haut. Also das finde ich mega cool. Freue ich mich drauf. Also hier ist echt sehr viel drin, Leute. Dann haben wir hier von Medipharma Cosmetics ein Olivenöl Duschgel. Spendet Feuchtigkeit und erfrischt. Duschgel kann man immer gebrauchen und ist auch eine super Größe, wenn man mal verreist oder woanders übernachtet. Jawohl. SOS. Ja. Also von Hansaplast, Blasenpflaster. Hallo. Die braucht jeder. Die wandern sofort in meine Handtasche und da werden sie wahrscheinlich nicht lange bleiben, weil ich habe immer mal wieder Blasen, wenn ich Schuhe trage, insbesondere wenn ich neue Schuhe trage oder jetzt, wenn es wärmer wird, wenn ich Ballerinas trage und ja, da kriege ich hinten an der Ferse immer Blasen und das passt wunderbar. Dann habe ich hier von La Roche-Posay, Rosalie, das ist ja alles französisch hier, Micellar Make-up Removal Gel. Super, duper, schuppidupidu. Liebe ich ja alles, was für Gesicht ist, Pflege und Reinigung und das kommt einfach super. Werde ich auf jeden Fall sofort ausprobieren. Keine Parabene und mal gucken, wie gut das mein Make-up entfernt. Also finde ich super. Coole Größe, um das auf jeden Fall mal auszuprobieren und finde ich gut. Dann habe ich hier auch von der gleichen Marke La Roche-Posay, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, ist das ein
Cooling Gel, also so ein After Sun Gel, das man nach dem, hier steht halt, ja, nachdem man sich halt gesonnen hat, also nachdem man unter der Sonne war oder nach dem Duschen, soll man sich damit eincremen und soll die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgen, glaube ich auch, weil das einfach richtig schön fresh und gelig aussieht. Ich liebe alles, was mit Feuchtigkeit ist, finde ich super, werde ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Trifft sich auch gut, weil in 3 Wochen bin ich in Tunesien und ja, da kommt sowas auf jeden Fall super gut. Was noch super gut kommt, hier ist von Daylong eine Sonnenschutzpflege, sehr hoher Schutz, 50. Ja, sofortiger Sonnenschutz, ein leichtes Gelcreme soll das sein. Und zwar für empfindliche Haut, also hier steht überempfindliche, zu sonnenallergieneigende Haut. Habe ich jetzt zwar nicht, aber finde ich auf jeden Fall super. Und wie gesagt, ich bin in 3 Wochen in Tunesien und 50er Schutz, das nehme ich auf jeden Fall mal mit und probiere das aus. Okay, eine Handcreme von der Firma Ensbona mit Jojobaöl, schützt und pflegt empfindliche Hände. Dermatest, sehr gut. Finde ich cool, weil ich zurzeit keine Handcreme habe. Da kommt das super, da sind 75 Milliliter drin und ich hoffe, die pflegt auch gut. Also ich bin mal gespannt und ja, ich arbeite ja beim Arzt und wasche sehr oft meine Hände, desinfiziere sehr oft meine Hände. Ich habe sehr beanspruchte Hände, wirklich. Obwohl ich 25 Jahre alt bin, habe ich wirklich sehr, sehr trockene Hände und es sieht echt nett schön aus. Ich hoffe, dass diese Handcreme meine Hände wieder schön zart bekommt. Ich dachte also, was ist das in der Box? Guckt mal, ich dachte, ey, das wäre Sand. Und zwar, den, was ich euch vorhin gezeigt habe, das von Trinkkost, super Trink zum Schlankwerden, habe ich hier einmal ein Fruity Slim Trink bekommen. Ey, wie cool! Pulver zur Zubereitung einer Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Zutaten: Hafermehl, ich kann nicht mehr reden. Hafermehl, Vollmilchpulver, Erbsenprotein, Sonnenblumenkernmehl, Apfelpulver, Agavendicksaftpulver, gemahlene Walnuss, Bananenpulver, bla 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 bla. Also lauter gesunde Sachen sind hier drinne. Und zwar soll man das einfach, das Pulver soll man locker klopfen, dann soll man kaltes Wasser bis zu dieser Markierung hier hinzufügen, ohne Kohlensäure. Und dann natürlich so lange schütteln, bis sich alles gelöst hat. Und dann noch einmal etwas Wasser hinzufügen und dann kann man das trinken. Ey, finde ich voll cool. Erreiche dein Wunschgewicht ohne synthetische Vitamine, Obst, Nüsse und Gemüse und Rohkostqualität, leckere Fruchtgeschmack. Finde ich voll cool, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn das schmeckt, wer weiß, vielleicht bestelle ich mir das sogar nach. Dann habe ich hier von Weleda. Weleda kennt, glaube ich, jeder. Ich habe mir allerdings noch nie was von dieser Marke geholt. Ich glaube, nur mal eine Handcreme. Und zwar ist es ein Parfüm. Wie cool. Einfach ein Parfüm. Oh, Pretty Bottle. Pretty Bottle. Und es riecht, ich glaube, es riecht ganz ehrlich so wie die Handcreme, die ich hatte. Ist jetzt nicht unbedingt so mein Duft, aber vielleicht der von meiner Mama oder von meiner Oma. Ja, finde ich trotzdem cool, dass da so ein großes Parfüm in der Box ist. 50 Milliliter. Dann habe ich hier von Freiöl eine Feuchtigkeitscreme. Voll cool. Pflegt und entspannt für trockene Haut. Muss ich mal gucken, ich habe keine trockene Haut. Ich habe Mischhaut, aber ohne Alkohol, ohne Farbstoffe, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne Silikone. Ökotest sehr gut, also probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ey, das ist wie für mich gemacht für den Urlaub. Hier habe ich 2 kleine Fläschchen und zwar von Jungle Formula. Jungle Formula ist die Marke, habe ich auch noch nicht gehört. Insektenschutzspray, bis zu 6 Stunden starker Schutz für die gesamte Familie, besonders hautfreundlich. Das finde ich cool. Also ich habe hier so 2 davon. 2 Pröbchen mit so einem Sprüher, nehme ich an. Ja, keine Ahnung, warum ich da jetzt dran rieche, ey. Wie soll ein Insektenschutzspray schon riechen? Aber das kommt auch gut, weil da gibt es bestimmt Schnaken abends, wenn man draußen sitzt und andere Insekten. Da sprühe ich mich
gerne mit sowas ein. Dann habe ich hier in so einem süßen Tiegelchen von Eucerin Elasticity and Filler Day Cream. Also das ist wieder eine Gesichtscreme. Und zwar ist es, wie es hier auch steht, eine Tagespflege, eine sehr reichhaltige Tagespflege für reife Haut. Also wahrscheinlich werde ich das auch an meine Mama weitergeben, weil hallo, ich bin 25, ich keine alte Frau wie meine Mutter. Und nein, die freut sich da bestimmt drüber. Und leider das Letzte. Also was heißt leider? Hier ist echt viel drin. Also für 15 Euro bekommt ihr echt viel. Das Letzte, was ich hier auspacke, ist von La Saponaria. Ich glaube, irgendwas Spanisches. Das ist eine Seife. Oh. Oh, das riecht so gut. Die ganze Box riecht nach dieser Seife. Mmh. Und zwar steht hier, dass alle Seifen dieser Firma mit nativem Olivenöl und Inhaltsstoffen aus einer fairen und ethisch einwandfreien Produktionskette hergestellt werden. Und zwar habe ich hier nämlich die Sorte mit nativen Olivenöl und Lorbeer. Und es riecht echt mega gut. Und es ist ja einfach so ein Stück Handseife. 100% natural. Also finde ich cool. Das war's mit dem Unboxing. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf die Produkte, auf das Austesten. Und wie gesagt, ein paar werde ich dann einfach weitergeben an Mama und vielleicht auch an meine Oma. Vielen, vielen Dank, Doc Morris, dass ihr mir dieses Paket zugeschickt habt. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ich hoffe, meine Zuschauer auch. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal, so verpasst ihr auch nie ein Video von mir. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.